und willkommen am Music College. Ich bin die Annika. Hi, ich bin Nina. Ich bin eine der zwei Bundesfreiwilligendienstlerinnen und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Hallo, ich bin die Aurelia Hohnkamp, komme ganz ursprünglich aus der Schweiz, habe dort auch Saxophon studiert und darf hier neben dem Saxophon auch Blockflöte unterrichten und ganz speziell auch Indianerflöte. Zusätzlich darf ich diverse Gruppenangebote anbieten, wie musikalische Früherziehung, Tastenkinder und so weiter und so fort. Also da sind die Möglichkeiten unglaublich groß, was man da alles machen darf. Und zu einem kleinen Beispiel spiele ich noch ein bisschen Indianerflöte, da das doch hier ein etwas unbekannteres Instrument ist. Hi, ich bin Alex, ich komme aus Russland, ich habe da Gesang studiert und jetzt unterrichte ich hier im Südstaat. Ich unterrichte auch in Fahrenheide und in EGS Roderbruch und das ist meine Schülerin Evelyn. Hallo! Ja, und wir wollten eigentlich ein Lied singen, ja? Okay. I guess it's funny from where you're standing. Moin! Na? So, mein Name ist Erik Juris. Ich bin Gitarrenlehrer und Basslehrer und Ukulelelehrer hier am Music College Hannover. Ich unterrichte in drei Filialen, also hier in der Südstadt, in Fahrenheide und Großbuchholz. Musik und Gitarre und Komposition habe ich in Ecuador und Los Angeles studiert. Ich bin auch der Gitarrist von der Metalband Crystal Viper aus Polen. Ja, das bin ich. Willkommen. So, wir sind ja mit Niklas Gink am Start. Wir machen ein bisschen Rock. Apropos Unterricht, könnt ihr bei mir auf Spanisch, Deutsch oder Englisch haben, falls ihr Interesse irgendwann hättet. Aber so sieht's aus. Willst du was vorspielen? Ihr wollt bestimmt was hören, oder? Ich bin die Irina. Ich unterrichte schon seit über 2 Jahren hier am Music College in der Filiale Südstadt Zoo. Und zwar Geige und Bratsche. Heute habe ich eine Geigenschülerin bei mir, die Vanessa. Die hat erst seit kurzem Hallo. Angefangen. Vanessa, möchtest du mal ein Stückchen anspielen? Klar. Schau mal hier. Ja. Also ich habe ja hier die D-Seite und dann so ist es. Muss ich ja hier auf die G-Seite wechseln. Und wie fasse ich das hier am besten an, dass ich hier ein bisschen mehr Sicherheit habe? In dem Moment kannst du gerne am Hals ein bisschen festhalten, am Kinn, wo dein Kinnhalter sich befindet. Und dann greifst du um auf die G-Seite, machst ruhig eine kleine Pause zunächst und dann kannst du weiterspielen. So, jetzt würde ich umgreifen. Ja, super. Tatsächlich. So ist
Und das klingt auch so schön, wenn man das... Oh, hey, Mensch. Hallo, ich bin Benedikt. Ich unterrichte hier Schlagzeug am Music College Hannover. Einmal hier in der Südstadt und nochmal in Großbuchholz. Die Kinder, die... Meine Schüler, die gehen von kleineren Kindern 5 Jahre bis, keine Ahnung, 23 Jahre alt, also alles dabei. Ist immer eine schöne Atmosphäre beim Unterrichten und es ist auch bestimmt noch mal ein Plätzchen frei, zum Beispiel dienstags und freitags bin ich hier. Und ja, vielleicht sieht man sich ja mal. Tschüssi!